Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Ausgangsbeschränkungen in Berlin werden verlängert. Diskussion um Mundschutzpflicht und das Wetter. Ein bunter Mix aus Sonne und Wolken erwartet uns. Es bleibt weiter kühl, doch ab Freitag steigen auch die Temperaturen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Dienstag, dem 31. März 2020. Berlin soll einen Bußgeldkatalog bekommen, der festlegt, wie Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen geahndet werden. Darauf hat sich der Senat bei seiner Sitzung am Dienstag verständigt. Ein Beschluss dazu ist aber noch nicht gefallen, wie Kultursenator Klaus Lederer nach der Sitzung vor Journalisten erklärte. Er soll am Donnerstag folgen. Im Senat bestehe Einigkeit, dass sie einen Bußgeldkatalog beschließen werden, sagte Lederer. Es seien aber noch 2,5 Fragen zu klären. Bis zur Sondersenatssitzung am Donnerstag werde es ein redaktionell überarbeitetes Papier geben, auf das sich der Senat dann einigen werde. Weiterhin kündigte Lederer an, dass die zunächst bis Sonntag befristeten Ausgangsbeschränkungen in Berlin wegen der Coronavirus-Krise verlängert werden. Wir sind uns im Senat auch einig, dass diese Verordnung verlängert werden muss, weil alle wissen im Senat, dass wir ab der nächsten oder übernächsten Woche nicht wieder Bedingungen haben, wo wir einfach so weitermachen können, als wäre nichts geschehen. Auch das wird sicherlich am Donnerstag passieren und auch das bereiten wir jetzt vor. Und es ist so, wir haben diese Verordnung beschlossen, kurz nach der Schalte der Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten, anhand einer Tischvorlage, die ähnlich bearbeitet worden ist, wie wir das heute mit dem Bußgeldkatalog machten. Es ist völlig normal, dass man sich 1,5 oder 2 Wochen später mal hinsetzt und guckt, war sozusagen jedes Komma in der Verordnung, was wir da jetzt so gemacht haben, wirklich richtig gesetzt oder gehört es an eine andere Stelle? Das muss auch möglich sein, ansonsten wird es aber so sein, dass ab Donnerstag wir dann mit großer Sicherheit einfach auch die Verlängerung dieser Maßnahmen beschließen müssen, weil es die epidemiologische Gesamtsituation erfordert. Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus wird in Berlin über eine Pflicht zum Tragen von Mundschutz nach dem Vorbild Österreichs diskutiert. Politiker von SPD und AfD plädierten am Dienstag für einen solchen Schritt, um Menschen besser vor der Übertragung zu schützen. Auch die FDP hält das für vorstellbar, verwies aber darauf, dass selbst einfachster Mundschutz für viele Menschen derzeit nicht zu bekommen sei. Linke und Grüne sind gegen derartige Zwangsmaßnahmen, wie sie als erste Stadt Deutschlands nun auch Jena ankündigte. Der Senat verfolgt bisher solche Überlegungen noch nicht. SPD-Innensenator Andreas Geisel hatte am Montag im Innenausschuss gesagt, gegenwärtig seien ihm solche Planungen nicht bekannt. Die Corona-Pandemie wird aus der Sicht der Bundesagentur für Arbeit den Aufschwung auf dem Berliner Arbeitsmarkt abwürgen. Bis Mitte März habe es die übliche Frühjahrsbelebung gegeben. Dann sei der Einbruch gekommen, teilte die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg am Dienstag mit. Dann führten die Corona-Einschränkungen in weiten Teilen der Wirtschaft zu einer Vollbremsung, sagte Direktionsleiter Bernd Becking. Viele Unternehmen hätten Kurzarbeit angezeigt. Die Agentur sprach von einem noch nie erlebten plötzlichen Umschlag. In Zahlen lasse sich dieser jedoch noch nicht ausdrücken. Zoo, Tierpark und Aquarium Berlin sind durch die Corona-Krise von enormen finanziellen Einbußen betroffen. Wie der Zoo am Dienstag mitteilte, freue man sich daher umso mehr über die ersten Unterstützungen aus der Bevölkerung. So hätten schon wenige Tage nach der Schließung erste Anfragen nach Unterstützungsmöglichkeiten die Berliner Einrichtungen erreicht. Der Verband der Zoologischen Gärten in Deutschland hat sich derweil mit der dringlichen Bitte um ein Soforthilfeprogramm in Höhe von 100 Millionen Euro an Bundeskanzlerin Angela Merkel gewandt. Die Zwangspause in der Bundesliga und der zweiten Liga verlängert sich wegen der Corona-Pandemie mindestens bis zum 30. April. Einen entsprechenden Vorschlag des DFL-Präsidiums verabschiedeten am Dienstag die Chefs der 36 Profiklubs bei der ersten virtuellen Mitgliederversammlung der Deutschen Fußballliga einstimmig. Der nun ausgeweiteten Unterbrechung fallen die Spieltage Nummer 28 bis 31 zum Opfer. Der Spielbetrieb ist bereits seit dem 12. März ausgesetzt. Abgesehen von den normalen Unterbrechungen im Sommer und Winter, schon jetzt die längste Pause der Bundesliga-Geschichte. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht zeigt sich der Himmel sternenklar und die Tiefsttemperatur liegt bei minus 1 Grad.
Am Mittwoch gibt es am Morgen noch ungestörten Sonnenschein. Am Mittag bleibt die Wolkendecke dann geschlossen und abends ist es teils heiter, teils wolkig. Es bleibt weiter kühl. Das Thermometer steigt maximal auf 7 Grad. Und der Ausblick: am Donnerstag überwiegen noch die Wolken und die Sonne kommt nur vereinzelt durch. Dafür bleibt es aber trocken. Ab Freitag wird es dann immer schöner. Bei einem nur noch leicht bewölkten Himmel erwarten uns immerhin bis zu 4 Sonnenstunden. Und am Samstag gibt es dann Sonne satt. Die Temperaturen bewegen sich auch wieder nach oben. Am Donnerstag erreichen sie 9 Grad, am Freitag schon 10 und am Samstag dann 12 Grad. Das waren die Nachrichten für heute. Ihnen noch alles Gute, bis morgen und bleiben Sie gesund.